Die 15-jährige Lea Engelhardt ist gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Weg zum Nachmittagsunterricht. Noch ahnen die beiden nicht, dass dieser Tag das Leben des Teenagers für immer verändern wird. Auf der Fahrt bekommt Lea plötzlich eine beunruhigende SMS. Ey, Papa, guck dir das mal an. Lies dir das mal durch. Guck dir das mal an. Lies dir das. Ja, ja, warte. Ich fahr mal rechts ran. Was denn passiert? Guck dir das mal an. Lies dir das mal durch. Ja, was steht denn da? Trau dich in die Schule und du bist dran, du dreckiges Miststück. Wer ist denn der Absender? Für Umme? SMS für Umme, sonst nichts. Das hört sich in der Tat danach an. Es gibt Anbieter, seriöse, leider auch unseriöse, die machen es möglich, dass man über das Internet Kurznachrichten auf das Handy, also diese sogenannten SMS, verschicken kann. Und das Problem dabei ist, dass der Absender anonym bleibt. Das heißt, es wird keine Handynummer angezeigt. Die machen das sogar umsonst für Umme. Ganz umsonst machen sie es im Zweifel doch nicht, weil sie die Daten nutzen, die sie bekommen. Die Handynummern, die werden verkauft. Da wird dann Werbung drauf geschickt. Also von daher sollte man sich das sehr genau angucken, welchen Anbieter man da benutzt. Und das Problem ist diese Anonymität. Die SMS, die wir gerade gehört haben, das war eine ganz klare Beleidigung. Das wäre strafbar nach deutschem Recht. Ich könnte dagegen vorgehen, nur ich komme an diesen Anbieter schlicht und ergreifend praktisch gar nicht dran. Die haben einen Server irgendwo stehen in Vietnam oder auf den Philippinen, da fliege ich sehr gerne mal hin für einen Mandanten, aber das bringt nichts, ich komme da nicht weiter, auch wenn es nach deutschem Recht nicht zulässig ist. Das Einfachste wäre hier für die Lea schlicht und ergreifend im Telefon in den Einstellungen diesen Anbieter zu sperren, das geht, der nutzt ja eine bestimmte Nummer, die kann man sperren, dann bekommt man keine Nachrichten mehr davon. Papa, hier ist noch eine. Ich wusste schon immer, dass du eine Hure bist, wir warten auf dich vor Sport bei der Rölling. Ich hab jetzt bei der Rölling. Ja gut, dann ist es vielleicht jemand, der dich aus der Schule kennt und möchte dich mobben. Hast du Stress in der Schule, oder? Nein! Ja, aber wer macht denn sowas? Weiß ich nicht. Und vor allem, woher sollen irgendwelche Leute wissen, dass ich bei der Rölling habe? Und woher wollen die meine Lehrerin kennen oder meinen Stundenplan? Pass auf, mach dir jetzt keine Sorgen. Wir beide fahren jetzt in die Schule. Ich gehe nicht in die Schule, nein! Ich werde ja, was ist, wenn da jetzt wirklich jemand wartet und ich dann wieder gemobbt werde? Da wird keiner warten, weil ich jetzt mit dir zusammen dahin fahre. Du bleibst jetzt, Schätzchen, du bleibst jetzt hier. Geh doch jetzt nicht in die Schule noch. Herzchen. Ja, bei so einer Nachricht, wer geht denn da noch in die Schule? Ja, aber du musst. Ich will doch nicht so in die Schule. Doch, du gehst jetzt nicht. Nein, ich gehe jetzt nicht in die Schule. Ich habe gerade so eine Nachricht bekommen und wer soll denn wissen, wer das ist? Pass doch auf dich auf. Lea lässt sich schließlich von ihrem Vater überzeugen, zur Schule zu fahren. Doch als die 15-Jährige dort ankommt, erwartet sie eine unbeschreibliche Katastrophe. So. Komm. Hm? Was ist los? Mach dir keine Gedanken. Wart mal. Ey, Scheiße! Nein! Was ist das denn? Papa, hilf mir! Hör mal! Mach! Hilf mir! Hilf. Du, was sind ja. Sehe ich das richtig? Mann, Papa, ist doch scheißegal, jetzt mach einfach! Bitte! Hör mal, das sind ja Bilder von dir! Mann. Das sind tatsächlich Bilder von dem Mädchen, ja? Das ist natürlich übel. Mit nacktem Oberkörper an der ganzen Schule aufgehängt. Wem sind die Bilder? Mann, von mir sind die Bilder. Ja, ich wer hat die gemacht? Ich! Für was? Für Yannick! Für Yannick? Ja! Das ist doch besser. Der, der vor zwei Tagen mit dir Schluss gemacht hat, ja. Oder du mit ihm? Gut, damit steht schon mal fest, wer die Fotos gemacht hat. Ihr Ex-Freund mit ihrem Einverständnis. Das heißt, das Herstellen dieses Fotos war keine Straftat. Das Problem ist, dass man dann nicht sicher sein kann, wo taucht dieses Foto auf. Das ist natürlich eine Spielerei vielleicht jetzt gewesen von der 15-Jährigen, die erste Liebe. Das war ein Vertrauensbeweis und das wird jetzt anscheinend ausgenutzt. Diese Fotos werden öffentlich zur Schau gestellt. Das ist natürlich strafbar. Denn das Recht am eigenen Bild, also das Recht am eigenen Foto, das hat Lea und das hat nur Lea. Bitte einfach jetzt die ganzen Bilder weg. Kind. Mein Papa. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann nicht zur Schule gehen. Die ganzen Menschen, wer weiß, wer das schon alles gesehen hat. Mann, bitte. Hör mal, pass auf. Ich will. Mann, Papa, Pass auf. Tut jetzt alles gut. Ich rufe jetzt erstmal ganz schnell die Polizei. Weil das kann ja nicht sein. Das kann doch überhaupt nicht sein. Lea kann nicht begreifen, dass ihr Ex-Freund Yannick sich auf diese widerliche Weise für die Trennung rächen will.
Für die 15-Jährige ist es kein Trost, dass aufgrund des Nachmittagsunterrichts nur wenige Schüler ihre intimen Fotos gesehen haben. Plötzlich taucht ein Mitschüler auf. Die Situation droht zu eskalieren. Was ist das denn, Schatz? Schätzchen. Ernst jetzt? Ich muss sagen, du hast echt gute Titten, ne? Mal, gib mir das Bildchen. Pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf. Hör mit dem Foto. Nein, du gibst das jetzt sofort hier. Du gibst das sofort. Okay, hier. Jetzt mach dich vom Acker. Mach dich vom Acker. Die Polizei haben mich schon gerufen. Ja, Lea, ich ruf dich an, ne? Verschwinde. Schatzi, wo ist das für ein Engel? Oh. Oh, Papa. Ja. Ja, komm doch mal. Ja. Pass auf, komm, wie geht's? Geh jetzt nach vorne, vielleicht kommt jetzt auch schon die Polizei. Ja. Brauchst keine Angst zu haben. Das kriegen wir alles hin. Da sind sie schon. Hallo, ich habe angerufen, mein Name ist Engelhardt. Kommen Sie mal bitte mit. Gucken Sie sich mal diese Sauerei da an. Gucken Sie sich das mal an. Meine Tochter ist 15 Jahre alt. Kommen Sie ruhig auch mit. Und da wird hier sowas aufgehangen. Das kann doch nicht sein. Ja, entfernen wir mal. Ja. Hier hängt ja überall alles voll. Ja, natürlich. Wir sind gerade dabei, alles abzureißen. Hoffentlich haben wir jetzt nicht Beweismittel zerstört. Das ist Ihre Tochter? Das ist meine Tochter, ja. Wann haben Sie das hier festgestellt? Ja. Wir sind gerade gekommen. Ja, aber was soll das denn? Okay, hast du irgendeinen Verdacht? Ja, ich glaube, das war mein Ex-Freund. Weil ich habe vor 2 Tagen mit dem Schluss gemacht und der ist ja auch auf der Schule. In deiner Klasse? Nein, in einer anderen Klasse. Aber ja, der will sich doch noch rächen. Das ist doch eindeutig. Wie heißt der denn? Okay. Janik. Das muss sich die Lea hier überhaupt nicht gefallen lassen. Sie hat ein breites Spektrum an Rechten. Sie kann die Unterlassung verlangen. Sie kann die Bilder, die da aufgehängt worden sind, entfernen lassen. Und sie hat nach neuester Rechtsprechung auch das Recht, von dem Janik zu verlangen, dieses Foto zu löschen, weil die Beziehung beendet ist. Sie hat darüber hinaus die Möglichkeit, Strafanzeige zu erstatten. Das tut sie ja gerade bei der Polizei. Das ist ein Straftatbestand. Das verstößt unter anderem auch gegen das Kunsturhebergesetz, aber auch gegen das Strafgesetzbuch. Und sie hat Ansprüche gegen die Schule. Sie kann verlangen, dass die Schule hier gegen den Janik, wenn er es denn gewesen sein sollte, vorgeht. Okay, wir gehen jetzt mal rein und versuchen, eine kompetente Person da im Sekretariat zu erreichen. Sie gehen nicht mit. Warum? Weil das ist nicht geschickt. Sie kümmern sich um Ihre Tochter, wir kümmern uns um den weiteren Verlauf. Ja? Dann bleiben Sie mal hier draußen, ich komme wieder auf Sie zu. Ne? Ja, können Sie uns den Gefallen? Ja? Lassen Sie auch die letzten Zettel da noch hängen. Wir machen noch Fotos. Können wir denn noch 2, 3? Bleiben Sie hier. Warten Sie hier einen kleinen Moment. Wir kommen gleich wieder raus. Ist gut. Schatzi, jetzt müssen wir nur noch warten und dann geht das schon in Ordnung. Hä? Das ist auch sinnvoll so, dass die Polizei das jetzt in die Hand nimmt. Die macht das in Ruhe, die macht das professioneller. Der Vater sollte sich jetzt erstmal um seine Tochter kümmern. Das ist das Allerwichtigste. Und Informationen, die die Polizei der Schulleitung nicht geben kann, kann er ja momentan auch nicht geben. Also er sollte jetzt wirklich bei der Lea bleiben. Die braucht das jetzt. Hast du schon gesehen? Du bist auf Jurkom, du wurdest schon 40 Mal geteilt. Also ich hab echt gedacht, du hast... Ey, willst du mich verarschen? Was soll das? Freundchen, wenn du noch einmal so meine... Ey, ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist ja eine konzertierte Aktion, die hier gestartet worden ist gegen die Lea. Sie muss jetzt sofort tätig werden, beziehungsweise Erziehungsberechtigte, ihr Vater und ihre Mutter. Die müssen jetzt gegen diesen Portalbetreiber vorgehen. Die müssen ihm klarmachen, dieses Foto ist ohne Einwilligung veröffentlicht worden. Dann muss er das runternehmen. Große Portalbetreiber, seriöse Portalbetreiber, ich sage mal, die gängigen sozialen Netzwerke, die tun das auch. Also da kommt man als Anwalt dann wirklich ran. Die verschwinden dann vom Netz. Bis es ganz aus dem Netz verschwunden ist, das kann unter Umständen schwierig werden. Wir wissen ja nicht, wie oft ist das schon geteilt worden, wo ist es sonst noch eingestellt worden. Also das Wichtigste ist aber für die Lea, sofort handeln und das nicht hinzunehmen. Du, hey Lea, magst du dich mal hinter mir so ein bisschen? Gib das her! Nee, gib mir das. Sofort. Nehmen Sie den fest. Der hat Beweismaterial. Ist ja krass. Ist ja ganz krass hier. Oh, Schätzelein. Bleiben Sie mal hier stehen. Hier, meine Tochter. Ja, wer sind Sie? Dominik. Schatzemann, komm zu mir. Mit Nachnamen? Hinze. Gut. Und was ist jetzt der Punkt zwischen der hat, den beiden? Der hat doch da Beweismittel. Die Finger runter. Also das Einzige, was ich habe, ist, ich bin auf Jurkom angemeldet und dann habe ich so ein schönes Fötchen hier von Ihrer Tochter gesehen. Und dann, also ich jetzt und dann gar nicht hast so du es weiterverteilt? Nein, natürlich nicht. Also es hat jeder hier in der Schule bekommen. Dann habe ich mich direkt angemeldet und habe es dann gesehen. Also, wer ist der Absender? Gibt's nicht, das ist im Internet. Ja, das ist eine Internetplattform. Bringt uns nicht weiter. Okay, gut. Brauchen Sie mal einen Ausweis für mich? Ja, klar, die Personalien bitte.
So, mal für Sie zur Info, ne? Lustig ist das Ganze hier nicht. Ich weiß nicht, warum sich da einer abgrinsen. Fakt ist eins, das ist eine Straftat und für uns ist das auch ein Ermittlungsansatz. Sie sind ich habe ja damit nichts Zeuge. Zu tun. Ja, zumindest ja, haben Sie hier die Bilder und lachen sich darüber scheckig, wenn das für Sie so lustig ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. So, Sie werden hier bei uns gelistet und geführt, kriegen auch Post. Was wir nachher gucken müssen, ist letzten Endes, in welchem Zusammenhang Sie mit der ganzen Tat stehen. Alles klar. Wird sich im Nachhinein zeigen, ja. So, Anschriften, das ist alles noch korrekt, ja? Richtig. Okay, dann sind Sie jetzt entlassen. Sind Sie entlassen. Ja? Alles klar, vielen Dank. Warum ist er denn jetzt entlassen? Warum nehmen Sie den denn nicht fest? Wir können ihn nicht festnehmen. Wir können nicht alle Leute festnehmen, die hier auf dem Schulhof rumlaufen. Das geht nicht. Jetzt kümmern Sie sich bitte mal um ihn. Ja, ist in Ordnung. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger. Die Polizei kann ihn nicht nur laufen lassen, sie muss das sogar. Bis jetzt wissen wir nur, er hat sich ein Bild heruntergeladen. Das ist nicht strafbar. Die Polizei hat gegen ihn also erstmal gar nichts in der Hand. Natürlich hat er sich auch lustig darüber gemacht. Er hat die Lea damit geärgert. Also das ist sicherlich der Beginn eines Mobbing möglicherweise. Mobbing kann sehr gravierende Folgen haben für das Opfer, sehr starke psychische Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Es ist aber per se erstmal nicht strafbar. Das ist eben ein Graubereich. Das macht es für das Opfer ja auch oft so schwer, dagegen vorzugehen, weil man gar nicht weiß, woher kommt das oder weil es juristisch so nicht fassbar ist. So, also mal für Sie zur Info, ne? Ihr Mitschüler, der Jannik, der ist heute nicht in der Schule erschienen, der ist augenscheinlich krank und von der Schulleitung ist momentan keiner anzutreffen. Ja. Ich vermute, dass die entweder schon die Segel gestrichen haben oder irgendwie weg sind. Wir werden wieder Kontakt mit denen aufnehmen. Das heißt, wir werden die morgen irgendwann ansprechen, dann geht das alles seinen gewohnten Gang. Ja. Fakt ist eins, die Schule ist dafür verantwortlich, zumindest die Schulleitung. Wir informieren sie auch darüber. Okay. Also was der Kollege aber gerade gesagt hat, ist schon richtig und wichtig. Fahren Sie jetzt ruhig nach Hause, beruhigen Sie sich ein bisschen, weil Sie können hier weder helfen noch irgendwas anderes machen. Was ich aber noch machen könnte, ist ich habe das mitgekriegt auf YouCom. Ja. Ich lade mir die Seite rauf und werde einen Screenshot machen und direkt bei dem Provider anrufen. Ja. Vielleicht können wir da unten noch die Seite stoppen. Genau, versuchen Sie das mal so schnell, wie Sie es können. Ja. Ne? Ansonsten würden wir das auch von alleine in die Wege leiten, aber das ist schon mal ein super Ansatz. Das hilft uns entschieden mehr, als wenn Sie hier am Parkplatz bzw. am Schulgelände rum pingeln. Ja. Als allererste Sofortmaßnahme kann man tatsächlich sofort zu Hause am PC sich hinsetzen und unter dieses Bild einen Kommentar setzen, aus dem hervorgeht, dass dieses Foto ohne Einwilligung der betreffenden Person ins Internet gestellt wurde. Dann bedeutet das, jeder, der das jetzt weiter verbreitet oder teilt, macht sich strafbar. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Okay, komm Schatz, ich nehme deine Tasche. Ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Und dann gucken wir, was wir machen. Vielen Dank. Ne? Ja. Komm, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Mensch. Am nächsten Tag haben Lea und ihr Vater einen Termin bei der Schulleitung. Hier soll nun geklärt werden, wer die Schuld an der Veröffentlichung des Fotos trägt. Hallo, guten Tag. Hallo. Frau Schäfer, ist das richtig? Ja. Prima. Frau Schäfer. Ich grüße Sie, guten Tag. Hallo Lea, guten Tag. Leider konnte meine Frau nicht mit dran teilnehmen. Die Oma ist erkrankt und wäre zwar schön gewesen, aber ich denke, wir kriegen das auch. Das denke ich auch. So geregelt. Ne? Die Sache werden wir sicherlich geregelt kriegen. Es ist zumindest mein Ansinnen, dass wir diesen äußerst unerfreulichen Vorfall heute hier geregelt kriegen. Ja. Weil ich bin es nicht gewohnt, und dass so etwas an unserer Schule passiert. Das ist auch wirklich mehr als unnormal. Ja, und ich denke mal, wir werden das Thema heute kriegen. Und Lea, dass es dir dann wieder besser geht und dass du ohne Angst in die Schule kommen kannst. Also das ist heute das Ziel des heutigen Tages. Perfekt, weil ich habe auch schon vieles in die Wege geleitet. Ich habe also auch schon bei YourCom angerufen und auch schon Mails geschickt. Gott sei Dank ist jetzt der Film bzw. das Bild raus. Ja. Aber wie es so ist, es sind immer noch so kleinere Schlupflöcher. Man findet es an der einen oder anderen Stelle immer noch. Ja, herein bitte. Hallo. Ach, und? Wie fühlst du dich? Ja, nicht sehr gut. Hast du toll gemacht, ne Bursche? Moment, ganz kurz. Jannik, du weißt ja sicherlich, warum du da bist. Ja. Es sind Fotos von Lea aufgetaucht im Internet, die Lea in einer sehr persönlichen Position zeigen. Und wir vermuten, dass du das warst. Ja, da liegen Sie falsch. Ich habe damit nichts zu tun. Brauchen Sie mich auch gar nicht so anzugucken. Warum lügst du denn jetzt?
Wieso soll ich lügen? Ich habe damit nichts zu tun. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Unterschied. Die Fotos zu machen ist ein Ding, die Fotos zu verbreiten ist ein ganz anderes. Das Foto machen durfte Yannick, das hat er ja im Einverständnis mit seiner damaligen Freundin gemacht. Wer es verbreitet hat, der macht sich strafbar, denn das ist klar, dass das hier gegen den Willen von Lea passiert ist. Wenn Yannick es nicht war, ist er rechtlich insoweit aus dem Schneider. Die Frage ist, wie ist denn das Foto von seinem Handy oder von seinem Fotoapparat dann aber ins Netz gekommen? Also, wenn er da was weiß, dann sollte er jetzt wirklich den Mund aufmachen und er sollte auch helfen. Sag doch einfach hier die Wahrheit. Ich sag Ihnen die Wahrheit, ich habe damit nichts zu tun. Und wie kommen die Bilder denn dahin? Die hängen sich doch nicht so einfach da umsonst auf, oder was? Ja, ganz kurz. Lassen Sie uns das Thema bitte in Ruhe klären. Das wäre, glaube ich... Nicht frech werden. Und du mäßigst dich bitte im Ton. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir uns hier gegenseitig anbölken, sondern wir versuchen das Thema ganz normal zu regeln. Yannick, das Foto von Lea, das hast du geschossen. Du hast das Foto geschossen. Und jetzt kannst du mir bitte mal verraten, wie das ins Internet kommt. Wer soll denn das gemacht haben? Ja, ich hab's geschossen. Ich hab's auch auf meinem Handy. Aber ich hab's bestimmt nicht hier verteilt und auch nicht hochgeladen. Sowas Geschmackloses würde ich niemals tun. Ja, alles klar. Hat der liebe Gott gemacht, oder was? Der Vater ist in der Tat sehr wütend. Kann ich verstehen. Ich wäre mindestens genauso wütend, wenn das meine Tochter wäre. Aber er muss sich hier mäßigen. Er ist ja nun der Erwachsene und er muss ein bisschen aufpassen. Er ist ja schon den einen Schüler sehr massiv angegangen, wollte den am liebsten eigenhändig von der Schule werfen. Das darf er natürlich nicht. Das wäre eine Nötigung, möglicherweise. Er muss hier die Polizei bzw. jetzt auch die Schulleitung machen lassen. Die haben jetzt das Recht, aber auch die Pflicht, vorzugehen gegen die Mitschüler, die seine Tochter mobben. Yannick, wir müssen das Thema hier heute klären. Du kannst es nur gewesen sein. Guck dir doch bitte mal Lea an. Lea wird von den Mitschülern gemobbt. Sie traut sich im Moment gar nicht mehr an die Schule. Das Kind ist völlig fertig mit der Welt. Du behauptest, es wäre mal deine Freundin gewesen. Ihr habt euch gerne gehabt. Jetzt sag bitte, was los ist, damit wir das Thema klären können, weil ich muss dafür Sorge tragen, dass Lea wieder normal zur Schule gehen kann, ohne Magenschmerzen und ohne, dass ihr Vater und ihre Eltern... So geht das nicht. Die Schulleitung hat ja auch Möglichkeiten. Die kann gegebenenfalls einen Schulverweis aussprechen oder vielleicht eine Versetzung in eine andere Klasse. Die Schulleitung ist jetzt am Zug. Die muss das jetzt erstmal machen. Dominik, was? Dominik Hinze. Genau, ich habe das Foto geschossen, wie ich schon gesagt habe. Aber wie gesagt, ich würde sowas niemals tun. Ich schlage vor, wir holen den Dominik dazu, um das Thema hier abschließend zu klären, damit der Dominik auch die Chance hat, seine Version zu teilen. Nachdem Yannick behauptet hat, dass Dominik das Foto an der Schule und im Netz veröffentlicht hat, kommt dieser dazu. Der Teenager scheint zu ahnen, was ihm blüht und gibt sich betont lässig. Herein. Es geht nie ab Kindergartenversammlung oder was? Hallo Dominik, setz dich bitte. Du kannst dir sicherlich denken, um was es geht. Nö. Nach dem gestrigen Theater, auch auf dem Schulhof. Wir haben jetzt mit Yannick gesprochen und Yannick hat zugegeben, dass er dir das Foto von Lea gezeigt hat. Ja, was ist denn dabei? Sie sind nicht mehr zusammen. Ist doch nichts dabei. Ist doch nur oben ohne Bild. Unmöglich. Dominik, du bist der Einzige, dem ich das gezeigt habe. Wie kann das auf einmal in der ganzen Schule hier verbreitet sein? Wie geht das? Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, wenn die beiden sich jetzt in die Haare kriegen, weil man dann möglicherweise erfährt, was hier genau los war. Die sollen sich jetzt schön streiten und dann ist man vielleicht schlauer. Was? Du weißt doch von der ganzen Scheiße. Was? Ich? Ich hab damit nichts zu... Ich wusste davon was? Gar nichts. Du bist hier wohl der Wichser. Du hast mich hier verpfiffen. Also Leute. Tickst du noch ganz richtig? Ja, du machst hier einen auf meine Welt. Wir wollen uns hier im anständigen Ton unterhalten. Ich bin ordentlich und so. Du setzt dich jetzt auch wieder hin. Ihr tut euch beide nichts. Beide nichts. Schrecklich. Also, meine Fresse. Ihr seid so widerlich und so erbärmlich, ne? Guck dir das an. Lea, es tut mir leid. Du hast mir das Foto doch gezeigt, also. Dominik. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausartet, Lea. Kann man nur. Obwohl nun endlich klar ist, wer das Foto veröffentlicht hat, ist Lea zutiefst enttäuscht von ihrem Ex-Freund Yannick. Komm, Schätzchen, wir gehen. Und mit euch zwei Burschen
bin ich noch lange nicht fertig. Ich werde euch nämlich jetzt anzeigen. Da liegt der Vater mit seiner Einschätzung, glaube ich, ganz richtig. Also wer jetzt dahinter steckt, das wissen wir, das war dieser Dominik. Der hat das ursprünglich verbreitet. Den kann man auf jeden Fall drankriegen und haftbar machen. Auf der anderen Seite stimmt es auch, was Dominik sagt. Es gab mit Sicherheit eine Vielzahl von Mittätern. Das Bild ist ja schon zigmal geteilt worden. Es wird wahrscheinlich auch in diesem Augenblick noch weiter geteilt. Das ist dann so ein Schneeballeffekt. Das ist das ganz große Problem. Ob man die dann im Einzelnen haftbar machen kann, das steht auf dem anderen Blatt. Das ist dann sehr aufwendig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es steht fest, wer das Ganze verursacht hat. Und damit ist die Chance am größten, das Ganze jetzt wirklich aus dem Netz vollkommen rauszubekommen. Du bist der Verursacher. Ja, ja. Lea, wartet ab. Dominik, du bleibst bitte hier. Wir haben Lea, warte. Von wegen warte. Du lässt jetzt meine Tochter schön in Ruhe, ist das klar? Lea, es tut mir leid. Lea ist für dich. Entschuldigen, Mann. Lea ist für dich gestorben. Lea, das du wirst sie nicht mehr wiedersehen, ist das klar? Lea, bitte verzeih mir. Du warst das erste Mensch, was du allerletzte. Lass meine Tochter in Ruhe. Das allerletzte, ich will dich nicht mehr sehen. Komm, Schatz. Lea Engelhardt hat den Kontakt zu Yannick abgebrochen. Ihr Ex-Freund wurde nicht verurteilt, weil er das Foto nicht hochgeladen hatte. Er zahlte aber freiwillig 2.500 Euro als Entschuldigung. Dominik Hinze wurde zu 30 Sozialstunden verurteilt, weil er das Foto im Netz verbreitet hatte. Zudem musste er 3.000 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen.